Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, die Nathalie, und wir haben jetzt den 23. November 2011 und heute war mal wieder Göttinnentag. Da kam gleich die Sulis mit dem Gewässer und die sagt: Verbringe Zeit am Wasser, am See, Fluss oder Meer, um deine Batterien aufzuladen. Ich lese euch mal vor, was im Buch dazu steht von der Green Virtue. Die heilenden Kräfte des Wassers sind wohlbekannt und gut dokumentiert. Da der menschliche Körper zum größten Teil aus Wasser besteht, erscheint das verständlich. Wasser kann Traurigkeit, Schmerzen und die Nebenwirkungen des Leidens wegspülen. Lass dich öfter auf Reinigungsrituale mit Wasser ein. Dein Äußeres und deine Seele werden es dir danken. Die magischen Kräfte des Wassers werden noch verstärkt, wenn du es mit Gebeten und guten Absichten auflädst. Ob du ein Meersalzbad nimmst oder in eine Süßwasserquelle springst, du wirst auf jeden Fall bemerken, was Wasser bewirken kann. Das Bedeutungsspektrum: Begib dich auf einen meditativen Spaziergang in die Nähe von Wasser, nimm dir Urlaub und fahre ans Meer, zieh in ein Haus, das näher am Wasser liegt, schwimme, nimm ein Meersalzbad, um dich energetisch und körperlich zu entgiften, trink mehr Wasser. Über die Sulis ist zu sagen, sie ist eine keltische Sonnengöttin, die Hüterin von heilenden Gewässern. Die Heilquelle in der englischen Stadt Bath ist nach ihr benannt. Bitte Sulis um Unterstützung, wenn du Heilzeremonien mit Wasser abhältst, während du schwimmst oder badest oder während du versuchst, Zeit oder Geld für eine Reise ans Meer oder an einen See zu erhalten. Also, das ist das, was im Buch dazu steht. Was mir sofort reinkommt, wenn ich mich auf die Karte ein bisschen einstimme, ist auf jeden Fall bitte mehr Wasser trinken, ihr Lieben. Und zwar gutes Wasser kommt da jetzt. Wenn es irgendwie geht, nicht unbedingt Plastikflaschenwasser, sondern wenn es irgendwie geht und euch einigermaßen angenehm ist und schmeckt, ein gutes Wasser aus der Glasflasche. Das kommt auf jeden Fall besser für euren Organismus rüber, und wenn ihr einfach euren Körper da diesbezüglich mehr wertschätzt und dann eben in Anlehnung daran einfach euch auch besseres Wasser zuführt, dann wird euch das der Körper tatsächlich wirklich sehr danken. Also es ist einfach so. Wie gesagt, wir bestehen zu größtem Teil aus Wasser, und da ist es ganz wichtig, dass wir uns mit gut aufgeladenem Wasser versorgen. Also wenn ihr jetzt gerade nicht Quellwasser zur Verfügung habt oder nicht das allertollste Wasser vielleicht da habt, dann segnet das Wasser, wenigstens wenn ihr, bevor ihr es trinkt. Das heißt, das klingt jetzt dramatisch vielleicht, mit ich segne Wasser. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ihr euch eine halbe Stunde hinstellt und jeden Schluck, den ihr trinkt, vorher erstmal besprecht, sondern das geht ganz ratzfatz. Ihr braucht euch lediglich nur mit sehr guten Gedanken mit dem Wasser, das ihr da trinkt, auseinandersetzen und dem Wasser im Prinzip einfach nur gute Gedanken schicken. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Masaru Emoto. Den kann ich euch sehr, sehr warm ans Herz legen. Lektüre drüber oder von ihm besser gesagt. Der hat sich mit Wasser sehr, sehr beschäftigt. Ist wohl auch eine Leidenschaft von ihm, und es gibt fantastische Bücher mit wunderschönen Bildern von Wasserkristallen, also gefrorenem Wasser, das er fotografiert hat in super, super, super Vergrößerung. Ich persönlich war mal auf einem Vortrag, da war er bei uns in Nürnberg und hat da referiert über das, was er mit Wasser angestellt hat. Er hat über sämtliche Wasserversuche, die er da gestartet hat, berichtet. Das war grandios. Und er hat eben Bilder gezeigt und eben gesagt, was man mit Gedanken und die man an Wasser schickt, ausrichten kann. Was Musik ausrichten kann, mit der Wasser beschallt wird. Was Zeichen, Worte natürlich ausrichten können, die man mit Wasser in Verbindung bringt. Sprich, wenn ihr Wasser, ein Wasserglas auf irgendeinen Untersetzer stellt, der ein schönes Wort da mehr oder weniger beinhaltet, dann nimmt das Wasser die Information in der Tat auf und bildet wesentlich schönere Wasserkristalle aus, wenn man es in gefrorenen Zustand verbringt, als jetzt ein Wasser, das auf einem Untersetzer steht mit einem greislichen Wort. Also er hat da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Versuche gemacht.
hat auch mit Wasser an sich sehr rum experimentiert, mit Schwingungsfrequenzen, hat da auch ganz tolle Ergebnisse in puncto Heilung von Krankheiten erzielt. Wirklich sehr, sehr interessant. Ich kann jetzt da leider nicht in meinem Rahmen hier groß drüber referieren, aber ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut da mal rein, googelt es mal. Und was der damit von ja, über Wasser sagt und über die Wirkung, die Wasser haben kann, beziehungsweise wie man Wasser aufladen kann. Das reicht wirklich, wenn ihr dem Wasser, der Wasserflasche, die ihr da vor euch stehen habt, ein paar gute Gedanken schickt. Das macht in der Tat was aus. Also probiert es doch einfach mal aus. Es schmeckt übrigens auch anders. Ich habe es mit meinen Kindern mal ausprobiert. Es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht nur innerlich sehr heilsam und reinigend. Wasser ist selbstverständlich, auch wie ihr auf dem Bild so schön sehen könnt, von außen aufgebracht auf euer System, sehr, sehr reinigend und heilsam, wenn ihr euch da in den in die Natur begebt und euch beispielsweise an fließendes Gewässer stellt. Das nimmt definitiv viele Verunreinigungen aus euren Energiefeldern einfach nur mit. Ihr werdet euch einfach besser fühlen, wenn ihr euch an fließenden Gewässern aufhaltet. Es ist so, weil es ist auch genauso, wenn ihr abends, bevor ihr ins Bett geht, duscht, ist das sehr, sehr zuträglich für sämtliche Abwaschungen fremder Energiefelder und ihr könnt somit auch besser schlafen. Was ein Salzbad anrichten kann, habe ich sicherlich schon das eine oder andere Mal zum Besten gegeben. Es ist definitiv sehr heilsam, wenn ihr alte Energiefelder loslassen wollt, wenn ihr heilen wollt, sind Salzbäder extrem unterstützend. Wenn ihr euch da mit Meersalzbädern oder einfach mit Meersalz, ein halbes Kilo da vielleicht mal rein kippt in die Wanne und euch dann da genüsslich erstmal eine halbe Stunde aufhaltet oder euch zumindest da wirklich eine Zeit lang drin wohlfühlt, dann werdet ihr euch sehr gereinigt fühlen. Also auch energetisch, psychisch, seelisch, sonst wie, kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen. Probiert's aus, macht's, tut's. Die liebe Sulis möchte wirklich da am heutigen Tag sehr darauf hinweisen. Offensichtlich ist einiges, was losgelassen werden soll, wieder jetzt. Und was vom Körper, aus den Energiefeldern und aus dem Körper rausgereinigt werden soll. Ihr heilt wesentlich schneller, wenn ihr das Ganze mit innerlich und äußerlich Wasserzugabe verseht. Das geht einfach wesentlich besser. Und ihr seht auch wesentlich besser aus, wenn ihr euch viel Wasser zuführt. Ihr seht jünger aus, ihr seht erfrischter aus und es tut euch einfach gut. Ist nun mal so. Also macht's einfach, freut euch drüber und vielleicht hat der eine oder andere sogar Lust, sich mal aus dem Bioladen oder irgendeinem Fachhandel ein sehr, sehr gutes Wasser mal zukommen zu lassen und oder mal auszuprobieren, was da gut schmeckt. Und dann bin ich mir sicher, tut ihr einfach das Richtige für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Die Mitte der Woche ist schon wieder da, ja wunderbar. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.